Hallo liebe Heroes of the Storm Spieler, hier ist wieder der Johnny Doe und ja, willkommen zum vierten und letzten Teil unseres Tutorials von Heroes of the Storm. Und ja, der Trainingsmodus. Im Trainingsmodus kannst du auf verschiedenen Schlachtfeldern mit KI-Verbündeten und Gegnern kämpfen. Für jede gespielte Partie erhältst du etwas Erfahrung, aber du kannst in diesem Modus kein Quest abschließen. Ja, war früher mal anders. Der Trainingsmodus konnte man auch Quests mit erledigen. Hat man nach der Beta-Phase oder während der Beta-Phase noch geändert. Ist aber nicht so schlimm. Wir können auch so mit dem KI noch Sachen erledigen und die Quests erledigen. So, wir hatten die Einführung, die Grundlagen und dann für Fortgeschrittene. Ja, beginnen wir jetzt mit dem Trainingsmodus. Und dazu nehme ich einfach auch den James Rayner, weil wir das Tutorial einfach komplett auch mit ihm gemacht hatten. Willkommen! Soll ich euch? Und ja, daher nehme ich den Rayner eben im Training und zeige euch, wie es mit ihm läuft. Hier sieht man einfach, wir haben keine Spieler. Und wir kommen zur Schwarzherzbucht als Trainingsmodus. Wie gesagt, früher konnte man hier mit Quests erledigen, mittlerweile nicht mehr. Was haben wir hier? Noch mehr Süßwassermatrosen auf dem Weg in die Schwarzherzbucht, hm? Ahoi, ihr Landratten! Hier zollt ihr gefälligst dem Kapitän euren Respekt. Und für diesen Kapitän zählt nur eins: bare Münze. Hier gleich, wie ihr Lumpen sie beschafft. Diebstahl! Mord? Egal! Kreuzt einfach bei meinem Schiff auf und drückt die Dublonen heraus. Dann kann euer Gegner was von mir erwarten. Bereitet euch auf die Schlacht vor! Ja, wie wir gelernt jetzt haben, in diesem Map oder in dieser Map, in diesem Spielfeld, geht es darum, eben halt Dublonen zu sammeln, unter anderem. Und diese dann bei dem Kapitän bzw. Piraten einzuzahlen. Und ja, hat man die Dublonen voll, bzw. das, was er verlangt, hilft er dem Team eben und schießt auf das gegnerische vor. Im Trainingsmodus hat man hier auch nochmal zum Bewegen die ganzen Kurzbefehle, die man braucht oder eben nicht braucht. Das könnte gut werden. Ja, wir sitzen mal wieder ab und warten hier auf ja, unsere Diener. Aber ich könnte eben schnell mal hier. Das Sichtfeld. Ja, weiter. Oh, wir machen ein wenig Mut hier mal. Jederzeit. Man munkelt, am Pier gäbe es Schätze zu erbeuten. Sagt sie euch. Ja, wir schnappen uns natürlich die Schätze, um eben halt die Hilfe vom Kapitän zu bekommen. Dublonen raus, dann richte ich meine Kanonen vielleicht auf eure Feinde anstatt auf euch. Ja, das werden wir natürlich schnell machen. Gucken wir mal eben, wie hier aussieht. Hat da jemand schon das Gold eingenommen? Ja, hat jemand schon eingenommen. Du kannst auf mich zählen. Wir geben mal ganz schnell die Dublonen wieder her. Ja, 10 Stück brauchen wir für das erste Mal, um seine Hilfe zu bekommen. Und 5 Dublonen haben wir schon eingezahlt. Hört sich gut an. Ja,
wir. Und wir haben direkt ein neues Talent und wir nehmen den automatischen Angriff heilen. Also wir sind kein Heiler, sondern Schaden. Hört sich gut an. Es lackte warum auch immer gerade aber mein System. Gehen wir zurück zu unseren Dienern, lassen die eben halt den meisten Kampf machen. Ja, da warten wir nochmal hin, ob die Dame auf die Baller hier. Hört sich gut an. Wir schießen mal auf die. Ups. Ja, schnell raus hier. Und wieder zu unseren. So, was wir auch hier machen können, um an Dublonen zu kommen, ist hier eben so ein kleines Dublonenlager. Sieht man hier, besiege die Piraten, um Dublonen zu sammeln. Und ja, das machen wir jetzt mal eben. Wir wollen ja an die Dublonen. Wir wollen ja unbedingt mit dem Kapitän eben zur Unterstützung haben. Ja. Die geben wir mal dann ganz schnell ab. Hm? Was wäre ein Pirat ohne Schätze? Man sieht, wenn die das einnehmen, kriegen die auch nochmal Dublon und Lebensenergie. Wir sind dran, Jungs. So. Jetzt kommt wir Leben haben einen Deal mit dem Piraten. Er arbeitet für uns und beschießt das gegnerische der alte Vor. Hat ein kleines Geschenk für euch. Und haben ein neues. So, das wieder. So, schauen wir mal da oben, wie es aussieht. Das reicht! Wir malochen nicht umsonst! Jemand die Kerrigan getötet. Und wir halten, versuchen jetzt natürlich bestmöglich den Gegner von den Piraten abzuhalten. Das hat nicht ganz geklappt. Damit er seine Dublonen nicht einzahlen kann. So, er verliert seine Dublonen natürlich dann, wenn wir besiegt haben. Passiert jetzt leider aber auch. Dann zahlen wir es mal ganz schnell ein, bevor uns nämlich jemand tötet und uns die Dublonen mobst. So, so, da fehlt ja nur noch eine Dublone dann. Ja. Aber klar doch. Ich stehe immer gerne ein bisschen Schmiere hier beim Dublonen abgeben, damit eben halt, wenn man beschossen wird, ja, es nicht wir haben eine Abnahme. Dazu kommt Küstenschiffer zu den Heilen. Dass man angegriffen wird, weil dann unterbricht sich der Vorgang und das ist echt blöd. Oh, ja, ein neues Talent, die Hyperperion. So, zack zack, nochmal zwei Gold eingenommen. Und wir holen uns jetzt mal eben hier dieses Söldnerlager. Na, ich wollte den anderen aber Bescheid geben. So. Ein bisschen uninteressant, weil es handelt sich hier um KIs. Die halten sich natürlich nicht immer daran. Mir drauf stehen, kriegen wir nochmal zwei Gold. Das ist wunderbar. Dann gehen wir mal eben ganz schnell nochmal Gold hier zu besorgen. Zahlen das aber vorher ein. Ja, gut. Die versuchen natürlich jetzt erstmal unsere Söldner platt zu machen. Sollen sie auch.
jeden Fall sind sie dann erstmal beschäftigt. Man sieht hier wieder, das Dublonlager ist wieder zu haben. Das hier hinten noch nicht, das ist noch durchgestrichen. So schlimm. So. Ja, wunderbar. Ja, da gehen wir natürlich hin mit unterstützen. Ja, auch noch mal ein bisschen Gold. So. Das zahlen wir natürlich auch recht flott ein. Na. Wisst ihr was? Schätze für alle, aber am meisten für mich. So, die Truhen sind erschienen. Und die holen wir uns natürlich. Ja, Reittier ist natürlich immer eine ganz schnelle Sache. Guck mal. Gehen wir ab. So, bei Auflauen. So, die hatte sogar noch Dublonen. Wir brauchen nämlich jetzt 14 Dublonen schon. Das werden natürlich immer mehr, umso öfter wir die Piraten dazu ermutigen, uns zu helfen. Und wir holen uns die nächste Goldtruhe. Schießt jetzt einfach von der Seite aus, das ist eigentlich egal. Wenn die sich mal wenigstens alles hier holen würden und die mal einzahlen würden, ich das mag ich so manchmal an jedem ganzen KIs nicht so. Ja, die übrigen Dublonen, die man hat, die bleiben einfach bei einem. Sie haben alle gezahlt? Ha, so. Wen kümmert's? Jetzt geht der Spaß los. Feuer! Sonst packe ich deinen Schädel ins Kanonenrohr! So, den hätte ich natürlich gerne, das Gold hier noch. Na ja, gut, egal. Zeigen wir es ihnen. Oh, er hat uns betäubt. Kanonenfeuer einstellen! Ja, das könnte gut werden. Muss es nicht, aber könnte. Ja, da haben wir. So. Das machen wir doch dann so gerne. Aber klar doch. Und wir sind wieder betäubt. Gut, so, da holen wir uns mal ganz schnell eben das Gold hier rein. Ja. Festung zerstört! Und wir nehmen hier mal eben noch ganz schnell das Söldnerlager ein. Oh, das sind natürlich 4 Stück. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zum Osten holen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Schließe mich eurem Kampf an. Ja, das wäre sehr schön, wenn mal jemand jetzt kommen würde. Schließe mich eurem Kampf an. Gut, das ist der Vorteil, weil ich Heilen gemacht habe, dass er dann eben beim Schießen sich selber mit heilt. Das könnte aber jetzt gleich ganz böse ausgehen. Sieht man. Ja. Ja, da hat man natürlich dann verloren. Ja. Passiert. Wie jedem guten Helden mal. Ich bin unterwegs. Wie man in meinen anderen Let's Play Videos sehen kann, passiert mir das auch öfters. Ich hoffe, derjenige holt sich jetzt mal eben das, ja, wunderbar, Gold und gibt jetzt endlich mal gleich ein paar Dublonen ab. Hier sind es 7 Dublonen nämlich schon und,
Ja. Umso mehr Dublonen mal abgegeben werden würden. Euer Gegner hat ein Tor demoliert. Hätten wir schon viel, viel mehr. Glaube ich, Hilfe von den Piraten. Wir bleiben jetzt einfach hier drauf stehen. Zack, gibt es auch nochmal Dublonen und dann greife ich das Dublonenlager hier nochmal eben schnell an. Und mache hier auch nochmal ein bisschen Gold. So. Und dazu gibt es natürlich noch eine Heilkugel, das ist auch wunderbar. Ja, wie man hört, auch noch ja, von dem Deck selber ein paar lustige Sprüche. Die nicht fehlen sollten. So, dann holen wir uns die nächste Kiste mal ganz schnell hier. Vielleicht sollten wir auch einfach mal auf das Pferdchen steigen, dann geht das auch ein bisschen schneller. Oh, da ist ja schon wieder jemand. Wunderbar. Ja, und Kohle gemacht. Das gehen wir mal ganz schnell jetzt bei den netten Piraten ab. Wie man sieht, hier hinten geht es schon richtig los zur Sache. Wo wir uns natürlich gleich mal mit anschließen. Sie haben alle gezahlt? Zack. Wen kümmert's? Jetzt geht der Spaß los. Ja, das ist natürlich ein Spaß, der da losgeht. Was guckt ihr so? Das macht Spaß. Ja, neues Talent haben wir direkt gelernt hier und schicken jetzt in der Richtung doch mal gleich einmal die Perion. Jetzt mal eben ganz schnell hier das Gold. Oh, wunderbar. Auch wenn ich die Lilie als Heldin sehr gerne mag, als Gegner muss sie weg. So, ballern wir mal ganz schnell hier drauf. Dann brauchen wir auch das Gold nicht mehr wegbringen. Oder hauen doch mal ganz schnell ab hier. Ja. Auf 31% runtergeklatscht die Zitadelle und ich sterbe. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Aber nun gut. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier das Ende bringen für die Zitadelle. Und diese schießt natürlich auch nicht echt allzu wenig. So. Gehen wir mal ganz schnell hier. Ja, wir haben gewonnen. Und das in meiner Abwesenheit. Im Geistermodus. Ja, wunderbar. Wir haben dann gewonnen. Sieg, wie gesagt, Tutorials, Quests kann man hier in dem nicht mehr lösen. Sei kurz vor der Veröffentlichung etwas geändert. Aber man kommt, bekommt eben Erfahrungspunkte. Was ja auch nicht schlecht ist. Finde ich Gold jetzt nicht, aber ist jetzt auch nichts Verwerfliches dran. Hier kann man sich nochmal die Statistik ansehen vom Spiel. Wir waren ja auf Stufe 20 gekommen, die Gegner auf Stufe 18. Und hier stehen nochmal die ganzen Kills einzeln, wie oft man selber gestorben ist, die Kills selber. Ich hatte 10 Kills, bin zweimal gestorben, Diener- und Gebäudeschaden, Heldenschaden, Heilung, gut, habe ich nicht, bin kein Heiler, und EP-Bereitschaft. Da sieht man gerade hier mal, dass der eine KI echte super EP rausgehauen hat. Und ja, vom Gegnerteam kann man dann auch nochmal einsehen,
gehabt, ja. Ja, das war unser Training mit ja, dem Tutorial, mit dem letzten Tutorial, was wir hatten. Willkommen. Das war der Trainingsmodus. Soll ich euch ein paar Kniffe zeigen? Und ja, Trainingsmodus kann man immer hier wieder absolvieren und wie gesagt, bei Quests bringt es nichts, man kriegt die Quests dann nicht gelöst. Da kann man echt ganz gut auch gegen KI wählen, wobei man dabei sagen muss, der KI lernt dazu mit deiner Stufe und deinen Taktiken. Und ja, oder eben halt mit Schnellsuche kann man eben gegen andere Gegner spielen und das Tutorial damit auch, die Quest dann auch damit beenden und ja, ordentlich Gold dafür kriegen. Wie gesagt, ist immer unterschiedlich die Quests und bis zu 3 Stück kann man eben machen. Pro Tag kommt immer ein Quest dazu und ja. Ich habe heute 900 Gold gemacht, mal eben, und mir eben den Rainer zugelegt. Ja, wer sich was holt, ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Kommt eben auf den eigenen Spielpart an. Hier kann man nochmal eben halt kaufen, mit Gold kaufen oder eben nicht. Hier kann man nochmal Geld selber eben dann alles einzahlen. Also es braucht nochmal eine extra Bestätigung. Ja, das war unser Let's Play des Tutorials von Heroes of the Storm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und oder muss man dabei sagen, über ein Abo auf meinen Kanal. Ja, schaltet auch nächstes Mal wieder bei meinem Let's Play ein mit Johnny Doe. Ich bin raus.